Hey Leute, was geht? Hier ist euer Saint und ich begrüße euch herzlich. Ich begrüße euch herzlich zurück zu Dreamscapes. Okay, ich habe mir die letzte Aufnahme reingezogen, habe gemerkt, der Ton ist nicht ganz so gut, so ein bisschen verrutscht, weil die Framerate immer eingebrochen ist. Und mein Mikrofon, seit ich in der neuen Wohnung wohne, kann ich auch noch keine Musik machen, weil die Akustik hier ziemlich scheiße ist. Ich brauche erst eine Ummantelung für mein Mikrofon. Und ich habe gar keine Ahnung, wo wir hier sind und was wir hier machen müssen. Seht ihr hier noch so Augen, die irgendwo rauskommen? Ich nicht. Wir haben eine Luke. Hier ist ein Briefkasten. Den haben wir abgebrochen. Innen drin ist... Hallo Laura, falls du gerade stehst, setz dich lieber. Oh, Kremlin. Ihr müsst euch das selbst durchlesen. Oder soll ich es vorlesen? Na, ich weiß nicht. Denn ich möchte dir ein paar tolle Neuigkeiten erzählen. Erstens habe ich auch diesen Benny in meinen Träumen gesehen, von dem du immer schreibst. Er war ausgelassen, zottelig, verschwitzt. Und auch ein bisschen unheimlich. Das ist er, nicht wahr? Ja, das ist er. Ach, ich habe ihn nicht erwischt. Sobald ich ihn erkannt hatte, bin ich aufgewacht. Außerdem möchte ich dir gerne erzählen, dass mein Papa seine Arbeit hier beendet hat, so dass meine Eltern und ich wiederkommen. Die letzten 2 Jahre kamen mir wie eine Ewigkeit vor. Doch schon sehr bald werden wir wieder zusammen sein. Und dann bringt uns nichts mehr auseinander. Beste Grüße, Tim. PS, ich schicke dir das Foto von mir, um das du gebeten hattest. Im Hintergrund befindet sich meine Schule. Schule? Warum ist denn hier eine Batterie drin? Im Briefkasten. Ah, das ist eine Batterie. Ich habe schon gedacht, eine Sicherung. Okay, also das Spiel macht mich echt wahnsinnig. Ich hoffe, heute läuft es ein bisschen besser mit Ton und Fraps und so. Gehen wir mal, ich wollte gerade sagen, ins Haus, jetzt sind wir auf der Terrasse. Die Katze kenne ich. Ja, stecken wir eine Leiter in die Hosentasche. Ist doch kein Problem, da oben ist noch eins. Und es gibt sogar noch ein drittes, und das ist hier. Okay. Was können wir hier noch tun? Ich habe mich schon immer gefragt, warum sich Fliegen um das Laternenlicht schwirren oder sowas. Ich habe es nicht richtig gelesen. Bestraft mich nicht. Da ist eine Katze, die Katze hat eine Puppe. Oh, ja, niedlich. Aber sie sieht hungrig aus. Ich wünschte, ich könnte sie mit irgendwas füttern. Können wir ihr nicht die Augen geben? Aber wir füttern sie auf jeden Fall noch, wenn wir was finden. Katze frisst aus diesem Napf. Anscheinend hat man sie heute vergessen. Ich klingel einfach mal. Die Tür ist von innen verschlossen. Das ist ein Traum, natürlich kann man einbrechen. Was soll die Scheiße? Oh Mann. Okay, hier gibt es anscheinend nichts mehr zu tun. Ach Gott. Gehen wir mal hier hin. Hier hängt was. Seite aus Lauras Tagebuch. Ich brauche eine Leiter, um heranzukommen. Ups. Da ist noch ein Auge, ich sehe es. Ich sehe es genau. Das ist doch eine Leiter. Leiter, Tagebuch. Geht nicht. Hierhin. Ah. Seit Tims Fortgehen ist ein Jahr vergangen. Wir schreiben einander. Und wenn ich seine Briefe lese, habe ich das Gefühl, er wäre ganz nah bei mir. Ich hoffe, er liest auch meine Briefe gern. 2001. Jetzt kommen wir ins Haus. You. But how is it possible? Yes, it's me. You're right. My power is growing. Now I can live in the world of people. Go away!
Wait, I come to offer you a deal. I want to offer you the chance to forget who you are and to live a simple life. An ordinary man with his little daughter. Give me her secret and I will be gone forever. Never! Is that your final word? Well, soon you will die. And one day, your daughter may never wake up, too. I must hurry. I can still be in time. Oh, if only the old shaman were alive. Zum Glück war das Auto eben da und zum Glück kann man auch mit den Augen durchs ganze Haus gucken und sogar die Kamerawinkel verändern. Diese Beobachter sind heftig. Das Fenster hat sich verzogen. Ich brauche eine Art Hebel. Ah ja. Das geht. Super, ich gelange jetzt hinein. Dann schauen wir uns mal um. Ach, okay, das Beobachterzeug. Da ist einer. Denkt ihr, wir schaffen alle? Wir haben schon die Hälfte des Spiels. Wahrscheinlich schon 30 vergessen oder so. Eine Batterie. Wir haben eine Batterie. Da ist noch was. Laura, ich musste schnell aufbrechen. Ich hoffe, ich bin am Morgen zurück. Was auch immer passiert, fürchte dich nicht. Und denk daran, dass ich immer bei dir bin. PS, vergiss nicht, Benny zu füttern. Ich habe die Milch für ihn in den Flur gestellt. Okay. Sudoku. Ein Stück fehlt. Mag sein, dass ein Stück fehlt. Das war's, ne? Hier gibt's nichts anderes mehr. Hier ist auch kein Auge. Nö. Ich höre sowas wie Schritte oder so. 5, 4, 3, 2, 1. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, und jetzt? Was kann ich hier machen? Ich verstehe nicht. Dieser Typ, dieser Sandmann, der ist sowieso extrem. Aha. Was habe ich gefunden? Eine Schablone. Kann ich die hier benutzen? Nö. Ich sollte zuerst die Tabelle einsetzen. Ah, und dann brauchen wir die Schablone. Okay. Ah, ich habe noch ein Auge gefunden. Okay, dann gehen wir mal weiter. Na, nö. Auf einmal ist es hier so dunkel. Hier kann ich nichts anklicken, außer wahrscheinlich die Tür, ne? Was soll denn das? Jetzt ist hier alles nass. Na super. Hier gibt's noch einen zweiten Beobachter. Ich hab ihn. Okay. Da ist noch was. Fenster. Zieht hier eine Fernbedienung aus. Ach. Ach. Uns fehlen aber noch ein paar Batterien. Ich muss zuerst alle Teile finden. Steck sie doch rein und such die anderen. Steck die dann auch rein. Sie sieht mich nicht, sie sieht nur den Hai. Wo ist denn der Hai? Da ist ein kleines Bötchen. Okay, wir müssen also damit mit der Fernbedienung von draußen das Boot steuern. Zum Glück können wir hier überall reinfassen. Der Hai macht uns anscheinend nichts, weil das Spiel so total realistisch ist. Das lese ich jetzt aber nicht vor, das ist voll viel.
Das könnt ihr selbst lesen. Einfach Pause drücken. Help. Ich habe gedacht, sie sieht mich nicht. Wieso schreit sie dann nach Hilfe und guckt mich an? Help. Das Mädchen, sie hat solche Angst. Das ist doch Laura. Da ist noch ein Beobachter. Hier gibt es zwei Beobachter. Da ist ein Bild vom Kremlin, da ist ein Bild vom Sandmann Laura, die Katze und der Vater. Da ist noch ein Beobachter. Und hier hinten können wir auch nicht hin. Aha, ich muss irgendwie dorthin gelangen, wahrscheinlich mit dem Boot. Setzen wir uns drauf und fahren. Was bringt es? Da ist noch was. Ah, dazu brauchen wir dann erstmal die Entzifferung hier, ne? Naja, jetzt gehen wir erstmal die Katze füttern. Dass die nicht verhungert. Hat die Katze sich gerade gebeamt? Ah ja. Noch eine Batterie. Wie wundervoll. Okay. Ich fühle mich ein wenig gelangweilt. Ich verstehe vor allem nicht, wie, wo, was, wann, wo. Wieso geht's oben im Haus nicht weiter? Wieso kommen wir nicht durch die... Wieso kommen wir nicht durch die Vordertür? Was haben wir jetzt alles dabei? Eine Lupe. Können wir vielleicht mit der Lupe... Ach, okay. Ups. Jetzt ist es die richtige Reihenfolge. Ich verstehe es nicht. Ich bin überfordert. Ich nehme mal einen Hinweis, aber das ist auch nicht wirklich das Wahre, ne? Na toll. Das hat sich ja jetzt gelohnt. Sieht aber unverändert aus. Die drei sollen wir bewegen. 5, 4, 3, 2, 1, 3. Solange mir die Reihenfolge fehlt, kann ich hier überhaupt nichts machen. Das hier kann ja auch nicht die Reihenfolge sein, weil wir kein Buch 7 haben. Ah, je, Mine. Eine Batterie fehlt noch, dann würden wir ein bisschen weiterkommen. Einen Griff. First brauche ich einen Griff. So Hilfe, so Hilfe. Die Hinweise, boah, helfen extremst. Also richtig. Nicht mehr normal, so viel Hilfe hatte ich noch nie. Hier brauchen wir den Fetzen. Mit der Lupe können wir auch nichts machen. Hinweis. Zeigt mir wieder nur die Bücher an. Hinweis. Buch 3. Ich gucke jetzt noch einmal.
Verarsch mich doch nicht, Hinweis. Ich check's nicht. Ich brauche ein Lösungsbuch. Gibt es hier noch einen Hinweis? Die Tabelle zeigt mir an 841. Vier, sieben, eins, drei, eins, acht. Wenn das so richtig ist. Wahrscheinlich lege ich die nachher drauf und es kommt was ganz anderes raus. Aber ich habe keinen Rest. Wie soll ich hier weiterkommen? Leute, wieso helft ihr mir nicht? Hab ich was im Tagebuch stehen? Ah, okay. Ich Idiot. 1, 5, 2, was? 1, 4, 2, 5, 3. Nochmal gucken. 1, 4, 2, 5, 3. 1, 4, 2, 5, 3. 1, 4, 2, 5, 3. Aha. Man sollte doch ab und zu mal ins Tagebuch gucken. Ein Tabellenteil und jetzt die Schablone drauf. Ach, jetzt muss ich es da hinsetzen, dass es stimmt, oder wie? Oh, scheiße. 7 plus 5 ist 2, das kann nicht sein. 9 plus 2 ist 11. Ah, verdammt. Sieben plus fünf ist neun, stimmt auch nicht. Sieben plus sieben ist fünf, stimmt auch nicht.